Bei der Verfolgung der Spur von Spice-Lieferungen kamen wir hinauf zu Nanavut Bay, Kanada, dem geheimen Zentrum von Jean Bisons Frachtimperium. Als junger Mann durchquerte Bison Kanada, um während des Goldrausches 1852 sein Glück zu machen. Als eifriger Prospektor war er sehr umtriebig und wurde von einer Lawine lebendig begraben. Wie durch ein Wunder hielt ihn das Schockfrosten am Leben und 120 Jahre später taute er, dank der globalen Erwärmung, wieder auf. Als Produkt seiner Zeit träumte er davon, den wilden Norden zu zähmen, jeden Fluss zu stauen und sämtliche Bäume zu fällen. Der Fortschritt in Form einer Axt. Die Spice-Lieferungen für die Klorgänge erwiesen sich als lukrative Möglichkeit, seinen Ein-Mann-Krieg gegen die Natur zu finanzieren. Trotzdem habe ich ein wenig Mitleid mit ihm. Er ist ein ganz normaler Typ von 1850. Damals wäre er ein Held gewesen, aber heute ist er ein Schurke. Wie auch immer, der Mann besitzt mehr Teile von Clockwork als gut für ihn ist. Was ein Technikleihe wie Jean Bison mit den Roboterteilen anfängt, ist mir ein echtes Rätsel. Eigentlich will ich es gar nicht wissen, aber wie immer ist es nur eine Frage der Zeit, wann ich es herausfinden werde. Sly Cooper and the gang and he would tame the Iron Horse. Oder auch der, der das Rost zähmt. Und ich habe eine kleine Neuigkeit für euch. Wie ich werde diesmal wirklich nicht alle Flaschen sammeln. Aber ich werde den stummen Finisher holen. Hoverpack, warum nicht? Und dann fehlt nur noch der Berserkerangriff. Gut. Schleicher. Ich habe eine Spur zu den Clockwerkteilen. Geh durch die Stadt und hinaus in die Wildnis. Jo, machen wir. Aber was ich natürlich sehe und höre, werde ich natürlich versuchen mit einzuverleiben. Und endlich habe ich den stummen Finisher. Den, den ich von Anfang an wollte. So. Weil wie gesagt, ich möchte endlich mit dem Spiel durch sein, um auf jeden Fall mit Sly 3 weiterzumachen und euch schon einen Vorgeschmack auf Teil 4 zu geben. Na? Hier gibt's gleich so viele. Euer Ernst? Und hier drüben auch noch gleich. Oh. Man kann es ja direkt übertreiben, 5 an einem Ort zu versammeln hier. Aber gut. Hätten wir das auf jeden Fall auch. Und hier haben wir wieder neue Gegner. Wer will, hat noch nicht. Und so sieht der stumme Finisher aus, ne? Ach so, da oben. Auch nicht schlecht. Und wo müssen wir hin? Da drüben. Okay. No problem. Da oben ist auch noch so ein Ding. Das nehme ich auch gerade mit. Ah. Echt, du bekommst jetzt einen Goldbarren weniger hier. Sehr gut. So. Was hast du? Ein kleines Nugget. Auch geil. Jetzt wird's lustig. Dein Ernst? Hey, also
diese Kameraansicht war ja ziemlich scheiße. So. Wie komme ich dahin? Ich wollte gerade sagen. Jetzt da oben auch noch, oder wie? Ja. Ich möchte einfach die in der Umgebung gleich haben. Verzieh dich, mein Freund. Hat der mich gerade eine Etage runtergeschmissen? Oder bin ich das selbst gewesen? Finde ich jetzt nicht so cool. Hat hier jeder was in seinem Scheißbeutel? Oder wieder ein Goldbahn? Ich glaub's nicht. So. Und dank dem stummen Finisher können wir jeden Gegner töten. Selbst wenn er vor... Oh, mittlerer Juwel. Selbst wenn er hinter einem anderen Gegner steht. Echt genial, das Ganze. Und ihr merkt schon, auch wieder ein riesiges Gebiet, wie ich finde. Und ja, hier kommen auf jeden Fall noch einige schöne oder unschöne Missionen auf uns zu. Und jetzt 3 Züge. So, der Goldbarren gehört uns. Aha. Interessant. Ja gut, nehmen wir den auch mit. Wir haben schon 12 von 30 und das unabsichtlich, nur während des Durchlaufens, ja, da wäre man sowieso durchgekommen. Und jetzt? So. Direkt zurück. Dann nehmen wir das. Nein! Ich war doch ganz oben. Ja, genau. Ja, genau. Typisch, ne? Danke für den Goldbahn. Bekomme ich auch wieder Leben zurück? Scheinbar nein. Und der hat sich dort festgebackt. Auch okay. Und du hast auch was. Ein mittleres Nugget. Das entschädigt mich schon fast dafür, dass ich wieder da hoch muss. Was, ey, also ich weiß ja nicht. Ein großer Juwel. So, und ich brauche mal Leben, mein Freund. Wäre mal so eine schnieke Sache. Ach. Oh.
Tut mir sorry. Nein. Nein. Ja, ich bin tot. Suboptimal gelaufen, aber egal. Ich habe eine Spur zu den Clockwerkteilen. Geh durch die Stadt und hinaus in die Wildnis. Ist ja kein Problem. Ja, das hätte ich vorher gebraucht. Ne. Ach so, der lässt einfach mal solche Pfosten frei. Oh. Ne, heute nicht. Gut. Nicht schlecht. Ich sagte was von vorankommen und ich hänge immer noch rum hier. Aber es ist halt, weil ich das hier unbedingt haben will. Ha. Diesmal ging's glatt. Welch ein Wunder. So, jetzt mal gucken, was das Ganze so kostet. Nicht wirklich. Kleine Nugget, mittlerer Nugget und großer Goldbarren 4. Okay, mittlerer Juwel, großer Juwel und Kristallglocke. Okay. Dann kaufen wir direkt den Berserker-Style und gehen mit Sly wieder auf Jagd. So, das hätten wir wieder und wir müssen zum ersten Mal wieder ein bisschen farmen in einer neuen Gegend, bevor wir was kaufen konnten. Naja gut, ich gehe mal hier lang unten lang haben wir auch noch eine Flasche. Und das nur, wie gesagt, beim Vorbeigehen. Geplant war das hier nicht. Definitiv nicht. Dass hier an jedem Meter was steht. So. Oh ja, das wird noch lustig. Ja, da ist noch eine Flasche. Und wir haben hier Bären. Nur so mal am Rande. Der kratzt mich allerdings herzlich wenig. Der Bär. Das hier kratzt mich mehr. 18. Hi, Bär. Ja, das ist doch auch gut. Nein! Oh Gott. Ja, nur weil ich hier noch um das Ding ran wollte, ne? Legt euch gegenseitig um. Habt ihr gesehen, wie man bei Bären entkommt? Genauso und nicht anders.
Würde ich einfach mal behaupten. Ah, 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 ah. Das wäre knapp. 4, 3, 2, 1 und wir haben es geschafft. Und es gab 700 extra Points. Sehr geil. So viel dazu. Auch nicht schlecht. Oh, und das Ding wird noch interessant für euch. Nicht für mich, ich kenn's ja. Da drüben. Wunderbar. Ja, wunderprächtig. Alles läuft nach Plan. Sogar besser als nach Plan. Weil wir finden hier schon den nächsten Schatz. So, hier weg mit dir. Zum Glück gibt's den lautlosen Finisher. Sonst würde das nicht so ablaufen. So, und das kostet 600, also das kann man für 654 verkaufen, ist auch okay. Und wir sind wieder auf unserem Schnitt von 2,5, fast 3K. Na, passt. Aha. Da kommt noch ein Maulwurf raus. Sorry. Nein. Eigentlich wollte ich jetzt nicht darunter, aber ist okay. Hier hoch, meinte der. Auch okay. Aber schon, wieso werde ich hier nie besiegen? Weil der will auch noch mal auf die Fresse kriegen. In einem anderen Gebiet. Na gut, wenn ich es noch finde, okay. Ansonsten. Diese Hütte wirkt vielleicht rustikal, aber lass dich nicht täuschen. Das ist Jean Bisons Kontrollzentrum. Schleich dich rein und stiehl die Akten. Sicher findest du heraus, wo er seine Clockwerkteile aufbewahrt. Seine Akten zu durchsuchen klingt ganz einfach, aber eine steile Felswand drauf zu klettern, das ist was anderes. Du hast Glück. Bevor Jean Bison hierher kam, war das ein beliebter Treffpunkt für Freikletterer. Einige der alten Kletterhaken sind immer noch vor Ort. Ich springe einfach und drücke zum Einhaken die Kreistaste. Stimmt. Und denk dran, dich zurückzulehnen, bevor du vom Haken springst. Dann kommst du höher hinaus. Danke für den Tipp. Ich werde es versuchen. Alles schon gemacht.
Halte dich fest, mein Freund. Dann klappt's auch mit den Nachbarn. Potzlei, das ist Jean-Bison. Hat mich offenbar nicht reinkommen gehört. Bleib einfach außer Sicht und mach ein Foto von all seinen Zugstrecken. Sie müssten unsere Suche nach seinen Clockwerk-Teilen einschränken. Okay, schon dabei. Hallo, hier Arpeggio. Guten Tag, Mr. Arpeggio. Haben Sie ein wenig Zeit zum Plaudern? Für Sie, mein Freund, natürlich immer. Obwohl, müssen wir über diese schreckliche Sprechanlage reden? Ja, ich kann besser denken, wenn ich meine Beine bewege. Pumpt Blut ins Gehirn. Ja, natürlich. Man muss Blut ins Hirn pumpen. Aber sagen Sie, möchten Sie etwas Dringendes besprechen? Zuerst einmal, kommen Sie immer noch wie vereinbart, um die Nordlichtbatterie zu holen? Ja, wir sind unterwegs. Mein Zeppelin müsste am Ende der Woche antreffen. Sehr schön. Moment, wann lassen Sie mich einen Blick auf das Clockwerk-Gehirn in Ihren Besitz werfen? Ich würde es Ihnen gerne abkaufen. Sly, hast du das gehört? Bison hat die Baupläne der Stahlrösser in seinen Preisbarschen versteckt. Geh zu dem Fisch auf dem Kamin und klau die Pläne. Ganz ruhig, Partner. Hervorragend. Nun verschwinde aus der Hütte, bevor du entdeckt wirst. Klingt, als würden sie ihren Teil der Robotbeute tatsächlich nutzen. Aber fürs Erste bleibt Clockwerks Gehirn bei mir im Zeppelin. Obwohl, wenn ich komme, um die Nordlichtbatterie... Halt die Backen. Nach der Analyse von Bisons Dekotechnik schätze ich, dass wir die anderen Preisbarsche über den Kaminsimsen der letzten beiden Hütten finden. Let's do this. Da hat sie auch noch mal ein Fläschchen. Nein. Noch drei fehlen. Sag nur, dass es das direkt mit dem Code, dann kotze ich im Strahl. Genau wie ich gedacht habe. Geh zum Fisch über dem Kaminsims und stiehl die Baupläne. Achtung an alle Wachen, die ich habe. Von den Jungs in der Ponderosa-Hütte gehört, dass jemand an meinen verborgenen Plänen war. Alle macht die Augen auf. Das hier ist kein Ferienlager. Ich bezahle euch Jungs nicht fürs Däumchen drehen, während Tiere, die unterwegs sind. Nummer 2, noch einer. So. Wir sliden hier ganz cool raus und tschüss. Das war's. Na. Wo die letzten drei sind, keine Ahnung. Vor allem die Züge nerven noch.
oben. Wie komme ich da oben hin? Na bitte. So muss das. Hier drüber kommen die nicht, weil sie Angst haben. Oh wow, jemand hat wieder mal was. Mittleres Nugget, okay. Ich höre eine Flasche, aber wo die ist, keine Ahnung. Mittlerer Juwel. Sorry. Weg mit dir. Oh, hä? Ist es in dem Haus? Also, ich weiß schon, dass ich da rein muss, aber... Der letzte Preismarsch ist über dem Kamin. Ja. Yeah. Vorsichtig. Ihr habt den Tresor gesehen. Und weil mir nur zwei noch fehlen, möchte ich da die gerne schon haben. Ach, da ist sie. Und was ist die letzte? Großer Juwel. Da fehlt so eine allgemeine Karte, ne? Für kleine Objekte, die man sammeln muss, will, wie auch immer.
Immerhin wieder ein mittlerer Juwel. Wie will man da oben hinkommen? Vor allen Dingen so. Geht doch. Klar, dass wir diese eine Flasche nicht finden. Dann bleibt ja nur noch der Boden. Okay, soweit so gut. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll hier mit dem letzten Flascherli. Aber wir haben soweit so gut alles erledigt. Hab alles abgesucht und hab nicht gefunden. Das heißt, ich werde entweder offscreen das Ding suchen und euch dann sagen, wo das Scheißding war. Weil alle anderen haben wir gefunden zusammen. Von daher sehe ich da absolut keine Probleme mit. Ach, verzieh dich. Nur schade kann ich gerade das letzte nicht aufmachen, ey. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier ankommen. Aber
Wir kommen an. Nein, oder auch nicht. Uns fehlt nur noch eine verschissene Flasche und die will nicht zu uns kommen. Jo, ist klar. Sorry, ich brauche noch eine Blaupause. Ich weiß ja, wo die Truhe ist. Und das war die letzte Blaupause. Ich weiß. Jetzt fehlen die Aufklärungsfotos. Mit allen drei Bauplänen sollten wir die Stahlrostzüge mit Hilfe dieser Satellitenschüssel isolieren und aufspüren können. Zum Berggipfel, was? Sollte nicht lange dauern. Ja, würde ich auch sagen. Danke fürs Leben. Wie die alle Schiss haben, ey. Ich weiß, der hätte was gehabt, aber nee. Scheint der einzige Weg rauf zu sein. Halt nach den Haken der Freikletterer Ausschau. Sie könnten nützlich sein. Ja, ja. Alles schon passiert. Ich bin nur noch hier, also in der Hoffnung, trotzdem noch das letzte Flascherli zu finden, wo es auch immer sein mag. Einfach hoch, Sly. Und jetzt hier nochmal hoch. Und dann, let's do this. Das ist großartig. Wir haben vollen Zugriff zum GPS-System der Züge. Ist alles auf meinem Computer. Komm zurück zum Unterschlupf. Ich wälze hier ein paar Zahlen und gebe dir und Murray eine kurze Übersicht über den Plan. Okay. 60%. Nice. Dank Slys Einsatz kennen wir nun die Position aller drei der hiesigen Clockwerkteile. Zwei Lungen und ein Magen.
Jean Bison hat jedes Teil in den Motor eines seiner Stahlrosszüge eingebaut. Auf diese Weise können die Züge Tag und Nacht fahren. Wir werden den Luxus einzubrechen, während sie im Bahnhof stehen, nicht genießen können. In der Fahrt führt der einzige Weg an Bord durch eine Luke im Dach des Dienstwagens, die dummerweise verschlossen ist. Führt kein Weg dran vorbei. Sammle zuerst das Spice-Gas aus den Ballons über der Stadt und lande dann auf dem Dach des Dienstwagens, um die Schlösser zu sprengen. Sobald der Weg frei ist, folge ich nach und springe in Staros Nummer 1, während es an der Stadt vorbeifährt. Mit etwas Glück haben wir in ein paar Stunden die erste Clockwerk-Lunge. Tja, da habt ihr's gehört. Ich höre die letzte Flasche. Euer Ernst? Die war die ganze Zeit hier oben. Ja gut. Wir werden jetzt direkt, bevor wir aufhören, noch den Tresor räumen. Würde ich einfach mal so sagen. Ey, ich suche die Scheißflasche im ganzen Land und naja. Finde sie über meinem Haus? Das nenne ich unfair. Sorry. Jean Bison wird aber dumm gucken, wenn er das nächste Mal seinen Safe öffnet. Der Code ist 129. Tada! Eine Musikbox. Spieldose. Du hast die Spieldose erhalten. Und was die macht, keine Ahnung. Aber gut, immerhin haben wir das neue Gebiet wieder vollkommen geklärt und die Mission kann im nächsten Part folgen. Sorry. Nein. Danke. Spice in der Luft, ein Freund in Not. Ja, ich glaube, das ist die besagte Mission, die ich einst genannt habe. Aber gut. Weil irgendwie fehlt Marina. Tja. Wo der Typ ist, werden wir sehen. Tülle.